sagt nie wieder, dass ihr Videos sehen wollt, wie ich selber was schraube. Ihr seht ja, dass das nicht funktioniert. Erstmal freue ich mich auf jeden Fall, mir das Material nachher anzugucken, wie du das hier rausgebaut hast. Ja, das ist das wirklich Fingerbrechen bei meinen Wurstfingern. Unter allen Leuten, die unter diesem Video kommentieren, kriegen dann das Ding. Ich hoffe, ich verliere kein Werkzeug im Motorraum. Deswegen lasse ich immer lieber gerne andere Leute schrauben. Vor allem, du siehst auch nix. Nix siehst du ja. Voll geil! Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video bauen wir mal Turbo Inlet, Turbo Outlet aus. Beziehungsweise dann wieder ein. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache, was ich machen muss. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, wie ich mir die Finger breche und eigentlich gar keinen Plan habe von dem, was wir jetzt machen. Erstes, denke ich mal, müssen wir dieses Ding hier, ich habe es natürlich gleich komplett gelöst. Geht schon mal gut los hier. Erstmal das Ding hier lösen. Ja, also die Ansaugung, denke ich mal, ist immer das Problem, wenn du nicht weißt, was du eigentlich tust, dass du wahrscheinlich immer mehr ausbaust, als du ausbauen müsstest. Da ist so ein Unterdruckschlauch, glaube ich, irgendwo dran, ne? War hier? Ja, hier. Zack. Ah, super. So, das haben wir schon mal. Ich glaube, ich mache zu, oder? Deswegen lasse ich immer lieber gerne andere Leute schrauben. Weil ich keine Ahnung habe, was ich hier überhaupt tue. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich wollte eigentlich gucken, was für Schrauben es sind. Mal ein bisschen Weitwinkel hier. Die sieht aber eher rund aus, oder? Aber das ist doch das Teil, ne? Ja. Ah, Sechskant, okay. Ah, ich versuch's ja mal. Das war besser, ist nicht mit der Knarre. So viel Kraft habe ich dann doch nicht. Hallo. Mensch, jetzt geht das. Ja, da habe ich. Komme ich gar nicht hin. Vielleicht von so. Schön, dass du was siehst. Aber wenn du die Kamera so tief da reinhältst, sehe ich selber nichts. Sicher, dass man das in einem eingebauten Zustand da irgendwie rauskriegen soll? In der Werkzeugkiste gibt es bestimmt so einen Knickadapter vielleicht. Weil wir haben drei Dinger. Wenn wir einen da haben, dann haben wir unten ja auch noch einen. Da, ja. So ein Knickadapter, lass mal gucken. So, der Mann übrigens hinter der Kamera ist Tobi, den ihr aus dem letzten Waschvideo kennt. Hallo. Ein Knickadapter. Sieht so aus, ne? Aber halt für die Knarre, die wir haben. Oder ist das nicht sogar der? Könnte passen, oder? Na, wir können sie mal versuchen. Sagt nie wieder, dass ihr Videos sehen wollt, wie ich selber was schraube. Ihr seht ja, dass das nicht funktioniert. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade einfach nur so blöd an. Jeder vorm Bildschirm lacht gerade. Tja, wie macht man das jetzt? Wenn ich den da drauf habe, so, dann könnte ich versuchen, mit dem so zu lösen erstmal. Zumindest wenn ich hier eine Verlängerung oder was habe. Ja, in welche Richtung muss denn das jetzt? Warte mal, ich drehe die Flasche so auf. So, also nach zu mir. Ja,
Ja, so. Das haben wir hingekriegt. Ja. Oh. Ein Träumchen. Den Rest mache ich aber mit der Hand. Das war Schraube 1, Schraube 2 wird wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Alter, ich verliere kein Werkzeug im Motorraum. Ja, super. Ja, genau das meinte ich, das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Gefunden. Weiter geht's. Zack. Hey, nix, Dobby. Wisst ihr, was das Geile ist? Dass ich gar nicht weiß, ob Sascha hier schon eine HG-Version drinne reingebaut hat oder nicht. Ich lach mich tot, wenn da schon eine drin ist und ich mir hier gerade umsonst die Finger breche. Aber wenn das so sein sollte, sage ich euch jetzt mal, dann unter allen Leuten, die unter diesem Video kommentieren, kriegen dann das Ding, also nicht alle Leute, die kommentieren, sondern einer davon, muss mich ja gewählter ausdrücken jetzt, verlose ich das Ding unter jedem, der einfach einen Kommentar abgibt, ob negativ, positiv, nee, negative natürlich nicht, nur die positiven kriegen, wisst ihr Bescheid. Also einer davon, ne, wählen wir dann aus in dem darauf folgenden Video. Wenn das schon drin ist. Wenn das, genau. Also wenn da jetzt schon was drin ist, dann verlosen wir das. Und wenn nicht, dann dürft ihr selbstverständlich trotzdem kommentieren. Ich raste gleich aus hier. Vor allem, du siehst auch nichts. Nix siehst du ja. Absolut nichts. Ob es was für euch zu gewinnen gibt oder nicht. Na, es gibt leider nichts für euch zu gewinnen. Ihr habt das schon gesehen. So, das packen wir mal hier rein. Was hier der Unterschied ist, kann ich euch so vom Sichtbild natürlich erstmal erklären. Aber damit wir da genauere Informationen zu bekommen und ich nicht irgendeine Scheiße laber, hole ich jetzt am besten mal Philipp dazu, der mir das Ganze und euch das Ganze erklärt. Erstmal freue ich mich auf jeden Fall, mir das Material nachher anzugucken, wie du das hier rausgebaut hast. Ja, das ist wirklich Fingerbrechen bei meinen Wurstfingern. Aber hast du immerhin schon mal rausbekommen? Ja. Weil ich habe nämlich hammerhart gesagt, muss René selber ausbauen, ne? Weil nur so lernt man sie nicht. Ne? Ja. Und man geht da nämlich auch ganz anders ran, wenn man es selber ausgebaut hat. Ne? Ja, das stimmt. So, okay, pass auf. Jetzt kleine Erklärung. Du hast einmal bekommen von Hassan, Firma HG Motorsport, einmal Inlet. So, das heißt, die Luft von Luftfilter kommt aus deiner Airbox, geht hier durch in den Turbolader rein. Mhm. Das Ganze haben sie einmal neu gebaut. Sieht schon mal optisch passend aus, sage ich jetzt mal. So, ne? Ja, man weiß ja immer nie, ne? Aber das ist ja definitiv mit der Befestigungsschraube, mit dem Anschluss hier für die, da wird entweder die Kurbelwellengehäuseentlüftung rangehen oder das Schubumluftventil. Ne, das Schubumluftventil ist intern, das heißt, hier wird die Kurbelwellengehäuseentlüftung rangehen. Bei beiden auch da. Und wie man relativ schnell erkennen kann, ist halt A, der Durchmesser größer und somit auch das Volumen größer. Man darf immer nicht vergessen, alles, was der Turbolader vor dem Turbolader an Widerstand beim Saugen hat, sage ich jetzt mal. Beispiel, du gehst ins Fitnessstudio und setzt dir eine Atemschutzmaske auf. Ja. Da wirst du auch nicht die gleiche Leistung bringen, wie wenn du sie nicht aufhast. Ja, das ist leider falsch. Man kann darauf, es gibt extra so Masken zum Pumpen, dass du besser trainieren kannst sogar. Es gibt extra Masken, so Trainingsmasken, die nimmst du dann fürs Fahrradfahren und so. Ja, ehrlich. Wie gut. So, beim Turbolader ist es auf jeden Fall so, der soll nach Möglichkeit keinen Unterdruck auf der Frischluftseite haben. Das heißt, die Luft soll einfach nur rein, weil alles, was du hier an Unterdruck erzeugst, hast du weniger Ladedruck am Ende oben drauf. Okay. So, und da zählt natürlich am einfach immer mehr Volumen, größer, besser, schöner und so weiter. Ne? Besser, immer besser. Wenn jetzt hier ein 90-Grad-Knick drin wäre, wäre das natürlich schlechter. Es muss natürlich schon, ich sag jetzt mal, strömungsoptimiert sein. Ne? Mhm. Aber kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. So, dann hast du ja noch dieses Teil hier ausgebaut. Ja. Du wirst dich bestimmt fragen, was es ist. Ich denke mal dann Turbo Inlet, ne? Nee. Turbo Outlet. Outlet. Inlet rein, Outlet raus. Ja. So, eigentlich ganz einfaches Bauteil. Sitzt einfach nur in dem Stutzen, wo die Luft aus dem Turbolader rauskommt. Mhm. Und das Ganze hat eigentlich die Funktion eines Schalldämpfers. Das heißt,
kann man jetzt schwer darstellen. Hier ist ein, der Stutzen, wo es drin sitzt, ist hier eigentlich anliegend. Das heißt, hier ist ein Volumen und die ganze Luft, die nur hier rauskommt, wird quasi, die Schwingungen der Luft werden absorbiert durch diese Kammer, die hier drum ist. Mhm. So. Wird VW einfach gemacht haben damals, weil es bestimmt irgendwie eine Frequenz gibt, wo dieses Auto ein Geräusch erzeugt hat, den man im Innenraum nicht haben wollte. Ja. Das kann zum Beispiel so ein Turbogeräusch sein oder so ein leichtes Trillern, Pfeifen, wie auch immer. Was ich absolut nicht verstehe, weil das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wirst du dann merken, in ungefähr wahrscheinlich 3 Minuten, wenn du im Video die erste Runde fährst. Ja. Vorausgesetzt, er kriegt es wieder eingebaut, ne? Ich hoffe. das ist auf jeden Fall ein Schalldämpfer. Durch das Volumen nimmt er halt gewisse Frequenzen aus dem Luftstrom, der hier durchströmt, weg. Mhm. So. Okay. Vielleicht weiß es einer von euch noch besser. Vielleicht gibt es einen, der das Ding entwickelt hat, aber so würde ich es mir jetzt mal erklären. Mhm. So, das heißt, das neue Teil kommt einfach rein, verschließt alles, ne? Hier Durchmesser. Mhm. Die Luft geht einfach nur gerade durch, ohne jegliche Kanten und so weiter, ne? Das heißt, da wird nichts mehr gedämpft. Habe ich dadurch nur soundtechnische Verbesserung, also für mich Verbesserung, oder auch leistungstechnisch? Es wird mit Sicherheit irgendjemanden geben, der sagt, dass er dieses Volumen muss logischerweise, sobald der Turbolader Druck aufbaut, erstmal gefüllt werden. Mhm. Deswegen merkt er das unterm Fuß, dass das Auto vom Druckaufbau besser ist. Mhm. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, weil im Verhältnis zu dem ganzen System, was du erfüllen musst, ist das ja so wenig Volumen hier, ne? Ja gut, stimmt. So, also ich bin gespannt, ob man optisch was hört. Problem jetzt dabei ist, akustisch was hört, weil theoretisch musst du von beiden Teilen was hören. Mhm. So, ne? Weil sowohl Inlet als auch Outlet, der ist ja auch anders gestaltet, die gleiche Luft strömt da ja auch durch. Mhm. Bin mal gespannt. Okay. Wie laut war die Ansaugung schon so? Sportlich laut. Ist schon laut, okay. Ja. Na, dann wirst du es auf jeden Fall noch eher hören, denke ich. Also angenehm laut, ne? Nicht laut. Ja, dann viel Spaß beim Fingerbrechen. Ja. Und beim Wiedereinbauen. Danke für die Erklärung. Nicht dafür, bin ich ja da. So, doch nochmal kleine Ergänzung. Hat man Messschieber geholt. Der originale Einlass sind hier tatsächlich 47 mm. Gucken, ob wir noch irgendwo mehr hinkriegen. Ja, vielleicht 47,5. Und der HG-Inlet hat tatsächlich knapp über 50. Also das heißt, wir haben doch in der Eintrittsfläche 3 mm mehr. Vielleicht merkt man es doch ein bisschen doller. So, Turbo Inlet haben wir. Kamera, Mikrofon ist auch an. Sehr gut. Turbo Inlet ist eingebaut. Jetzt können wir schon wieder die Ansaugung drauf machen. Und eine geile Qualität. Ich blute hier irgendwie alles voll. Geschafft. Hätte nicht gedacht. So, jetzt sortiere ich alles wieder in die Werkzeugkiste ein. Und dann gibt es noch eine kleine Probefahrt. So, alles wieder eingebaut. Jetzt gucken wir mal, ob ich irgendwas merke. Aber erstmal müssen wir ihn ein bisschen warm fahren. Oh, ich höre da schon was atmen da vorne. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Zu. Hast du gerade das gehört? Alter! Ich habe jetzt auch Traktionskontrolle aus, aber das war ja richtig so wie so ein Blow-Off-Ventil, ne? Oder? Nee, ist das nicht, wenn du kein Blow-Off hast. Dieses Tüte entsteht der Ladedruckabbau durch den Verdichter. So habe ich das hier. Ja, das hier fällt mir. Aber ich denke auch, wenn du das andere Fahrwerk drin hast, dass er dann weniger durchspult. Weil ich merke, bei jeder Welle geht das Fahrwerk nicht mit und dann dreht er durch. Ja.
Also wenn du das von der A&R drin hast, denke ich, wird das auch weniger. Ja. Ja, da ist jetzt so der Stand, dass ich wollte ja normalerweise zu H&R fahren und das einbauen. Die schicken das aber jetzt raus und ich baue das selbst. Nein, natürlich nicht selbst. Und ich baue das irgendwie anders ein. Ja. Muss ich mal gucken, wie genau ich das mache. Nochmal, bevor wir das Video beenden. Du bekommst ein neues Auto. Genau. Ein Japaner. Ein Japaner. Ja. Willst du schon verraten, was es wird? Nein. Wenn ihr Bock auf Japaner habt, da wäre, weil das ist halt ein nagelneues Auto. Der ist jetzt gerade noch im Schiff, ne? Ja, könnte schon am Hafen sein. Also, okay. Je nachdem. Wenn ihr da Bock zu habt, das von Anfang an zu begleiten, weil du hast mit dem Wagen auch einiges vor. Ja, also es wird krass. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen. Das nächste Video könnte sein, entweder so eine Art How-to-Carporn, wo ich einfach erkläre, wie ich den Carporn drehe. Vom Drehen, Musikauswahl, Schneiden und so weiter und so fort. Oder aber, was ja auch viele von euch gefragt haben, ist, mit was für Equipment schneide ich quasi. Also mein Rechner zu Hause und so weiter. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Dann fällt es mir auch einfacher und ich muss es mir nicht aus den Fingern saugen und eventuell etwas filmen, was euch aber eigentlich gar nicht zusagt. Wenn ihr andere Ideen habt, immer her damit. Einfach alles unten in die Kommentare ballern. Solltet ihr einen Kommentar lesen, wo steht, ich hätte gerne das und das gesehen und ihr seht das genauso, dann gebt dem Daumen wiederum einfach einen den Kommentar einfach wiederum einen Daumen, damit ich das dann für mich auch besser rauskristallisieren kann. Danke euch fürs Zusehen, danke dir fürs Filmen. Ja, bitte. Ich habe mein Bestes getan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich hoffe, du kannst das Material einigermaßen benutzen. Aber ich sehe auf dem Display, ich habe versucht immer den Fokus neu zu setzen, weil ich gesehen habe, dass er da raus ist, aber...